Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West, und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Und ja, also wir haben jetzt noch 15 Fertigkeitspunkte, die wir verteilen müssen. Oder können halt. Aber wo soll ich die wieder verteilen? Vielleicht mal hier? Okay, bewege dich mit schweren Waffen schneller. Ja, könnte ich eigentlich holen. Was ist das? Stachelwerfer? Ah, ist eigentlich ganz cool. Obwohl, ob ich das dann wirklich verwende, das weiß ich halt auch wieder nicht. Aber gibt es mit dem Stachelwerfer? Das wäre geil. Das hole ich mal. Verbrüchte Maschinen verursachen mit Elementangriffen mehr Schaden. Ja, das kann ich eigentlich auch holen. Warte, wir schauen mal hier rein. Scharfschussbogen. Okay, ich glaube, das hole ich mal. Rauchbomben brauche ich nicht. Scharfschussbogen. Ja, das lasse ich mal. Häckselhandschuhe habe ich gar nicht. Sprengschleuder habe ich auch nicht, glaube ich. Ja, stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis her. Ja, weiß ich nicht. Was habe ich sonst alles? Okay, allerdings ja schauen, wenn du eine eigene Falle oder einen eigenen Stolperdraht auslöst. Ja, warte mal, hier verursache mit leichten und schweren Angriffen mehr Schaden. Ja, das hole ich einfach mal. Dann, was ist hier unten? Ja, kann ich auch mal holen. Das kann ich mal holen. Ja, das lasse ich jetzt erstmal. Jetzt haben wir noch 3 Punkte und... Ah, warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt hier schon komplett durchgegangen. Nicht durch alle Bäume. Das hole ich einfach mal. Oder warte mal. Das hole ich mal. Und den einen Punkt, den... Ah, warte mal, das könnte ich nehmen. Ja, aber brauche ich eigentlich nicht. Dann spare ich den einfach mal. Und ich glaube, wir haben einen neuen Bogen bekommen, oder? Ja, hier, den. Ah, das ist ein Scharfschussbogen, das ist geil. Dann rüsten wir den einfach mal aus, würde ich sagen. Da unten kommt er hin. Dann hau ich noch ein paar Spulen drauf. Okay, eine kann ich da drauf geben. Bauteilabriss, Brandgegnerschaden. Ja, die Nachladegeschwindigkeit einer Waffe, das wäre auch ganz gut eigentlich. Das nehme ich mal. Erhöht die Zieh- und oder Aufladegeschwindigkeit einer Waffe. Bei einem Scharfschussbogen dauert das sowieso nicht immer länger. So ist ausgerüstet. Die Story-Mission ist, glaube ich, hier ausgewählt. Da müssen wir wieder zur Basis zurück. Okay. Warte mal, habe ich jetzt... Ah, habe ich nur 6 Stück? Ah, warte mal, das sind beide Präzisionspfeile. Okay. Durchschlagspräzisionspfeile und fortgeschrittene Präzisionspfeile. Aber wo ist jetzt genau der Unterschied? Ja, also egal, werden wir dann eh sehen im Kampf. Warte mal, habe ich das schon gescannt? Ja, ich glaube schon.
Ich hab die Kaplanin neulich. Okay, dann lass mich raus. Aber warte mal, speichern muss ich jetzt eigentlich eh nicht, weil wir müssen sowieso wieder zurück zur Basis, also speichere ich dann eh wieder dort. Okay, dann ist schon Reise da wieder hin. Okay, ich habe jetzt einmal kurz gespeichert und dann rennen wir wieder zurück zur Basis. Einmal hier nach oben klettern. Der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Nun, Silence. Hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Warte mal, was ist hier noch? Wir haben einen Vorrat. Da schauen wir mal kurz rein. So, alle Kategorien auffüllen. Okay, versammle deine Gefährten. Ich putze nachher meine Ausrüstung. Okay, vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Okay, Leute, ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis.
Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay, schon fast Zeit, sich um Beta und Gaia zu kümmern. Vielleicht sollte ich zuerst nach allen sehen. Okay, rede mit deinen Gefährten, das ist optional, das machen wir aber trotzdem mal. Nicht bei der Zenith-Basis? Tun wir. Ich wollte nur erst bei allen vorbeischauen. Endlich legen wir los. Ich hätte nie gedacht, dass ich losziehe, um einen Haufen Unsterblicher zu töten. Von den Sternen. Ich höre die Trinklieder schon in meinem Kopf. Soll ich hier noch mehr machen? Ich weiß es nicht. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. Aloy, wir sind bereit zum Treffpunkt zu kommen, sobald du rufst. Der Kampf gegen die Zeniths wird nicht leicht. Nichts, was du tust, ist das. Aber jetzt musst du es wenigstens nicht allein tun. Danke.
Ich weiß, du hast vermutlich gerade viel zu tun, aber ich hatte gehofft, wir könnten diese Grimhörner jagen. Wegen der Kontrollkerne für die Reparatur der Landgötter. Okay. Ich sag dir Bescheid, sobald ich wieder dorthin komme. Danke. Ich sollte los. Ich gebe Bescheid, wenn ich zur Basis gehen kann. Doch vorher möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Welchen denn? Du hast mir diesen Fokus anvertraut und die höchste Aufgabe gegeben, die je ein Utaro erfüllt hat. Sollte ich im Kampf fallen, möchte ich, dass du meine Samentasche begräbst. Für uns beide. So. Dafür musst du am Leben bleiben. Lass uns alle versuchen, zurückzukommen. Okay? Okay, warte mal. Mit wem müssen wir noch reden? Aber ich kann hier mal rein schon. So, da waren wir schon. Oh, offenbar kann ich die Tür jetzt Hier. Ein Haufen Ausrüstung. Warte mal, da gibt es noch was zu scannen. Wofür war das bloß alles? Da bist du ja. Da machen wir noch einen Datenpunkt. Gut gemacht, Aloy. Trotz meiner Bedenken konntest du Silence und seine Waffe sichern. Du bist ein leuchtendes Beispiel für Liz' Stärke. Ich habe nachgedacht, was du in deinem Haus sagtest. Dass du mit Elizabeth befreundet warst. Es war mehr als das, oder? Aufmerksam wie immer. Du hast recht, wir waren eins zusammen. Okay. Was ist passiert? Ich war eine Waise. Ich war immer allein gewesen. In meinen 30ern fragte ich mich, ob das einfach mein Schicksal war. Dann traf ich Liz. Wir trafen uns mehrmals auf Konferenzen, wir tranken Kaffee, irgendwann wurden Drinks daraus. Ich dachte, es wären rein professionelle Gespräche. Aber ich war überrascht, wie sehr ich mich auf unsere Treffen freute. Bald flogen wir jede zweite Woche um die halbe Welt, nur um uns zu sehen. Zum ersten Mal war ich nicht einsam. Ich konnte mir eine Zukunft ausmalen. Liz ging es am Anfang genauso, glaube ich. Ein paar Jahre zuvor verlor sie ihre Mutter. Ich fühlte die Leere. Da bin ich sicher. Aber mit der Zeit schien sie sie weniger zu wollen. Ich dagegen mehr. Also haben wir es beendet. Wenn du also Elizabeths Traum wiederherstellst, ist das... Eine zweite Chance, ja. Es war ein Fehler, die Erde zu verlassen, als Liz blieb. Ich hätte mehr tun sollen. Und als ich dich sah, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, sogar noch weiter, als Liz es je getan hat, ich musste dir einfach helfen. Um ihretwillen. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder. Okay. Ich sag, wenn es soweit ist. Bis dahin warte ich hier. Vielen Dank, Aloy, dass du mir die Chance gibst. Meine Vergangenheit war nie einfach. Ich habe mehr als einmal alles verloren. Aber wenn ich auf die Zukunft schaue, sehe ich, dass Liz' Traum in Erfüllung geht. Ein Universum neuer Möglichkeiten. Vielleicht können wir es schaffen. Werden wir. Dem wird sich nichts entgegenstellen. Das verspreche ich. Okay. Dann, ja, stimmt, hier müssen wir noch rein. Gehen wir mit ihm. Ich habe dich seit der Schlacht beim Hain nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Ich sah dich auf den Flügeln der Zehn fliegen und Regalas Armee mit Blitzen lähmen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Vielen Dank auch. Ich bin es, der dir danken sollte. Wichtig ist nur, dass wir dir bis zum Ende folgen.
Was immer das sein wird. Zum Glück stehst du auf unserer Seite. Oh, und übrigens, hatte ich gehofft, wir könnten endlich über meinen neuen Arm sprechen, wenn du Zeit hast. Also dann bis bald. Wird mir eine Ehre sein. Okay, dann... Und hier ist niemand. Nervös? Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht etwas angespannt bin. Der Plan wird klappen, wenn sich jeder auf seine Aufgabe konzentriert. Gut. Was ist Leviathan nochmal? Ein Flutkontrollsystem im großen Delta. Errichtet von Eileen Sasaki, einer unserer Ahnen. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System zu Hause reparieren. Dann müssen meine Schwester, Eltern und andere Familien in der Regenzeit nicht mehr in ständiger Angst um ihre Häuser leben. Stimmt. Und um es zu finden, müssen wir zurück nach San Francisco. Ich muss jetzt weiter. Ich werde am Treffpunkt sein. Möge uns die Wahrheit zum Sieg führen. Ich habe das mit den Daten über Leviathan nicht vergessen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich zurück im Landfall bin. Danke, Aloy. Okay, warte mal. Brauchst du etwas? Okay, im Leben müssen wir doch reden und dann war das, glaube ich, hier schon alle. Bravo. Du hast einen Zenith auf deine Seite gezogen. Erklärst du mir das? Keine Chance. Ich dachte, die Waffe wäre bereit. Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber deshalb bist du nicht hier. Ich vermute, du willst meine Motive verstehen. Also, frag ruhig. Seit wann bist du so entgegenkommend? Seitdem du einen warten lässt. Und da du doch recht erfolgreich bist, will ich großzügig sein. Okay, dein großer Plan, alles, was du während der letzten Monate eingefädelt hast. Mal sehen, ob ich alles verstanden habe. Hades hat dir von den Zeniths erzählt, als du ihn befragt hast. Dann hast du dir einen Plan überlegt, wie du sie mit einer Tenakt-Armee und der Waffe besiegen kannst. Und damit die Tenakt für dich kämpfen, hast du, oder besser gesagt haben die Söhne des Prometheus, Regalas Rebellen mit Überbrückung ausgerüstet. Wolltest du mich was fragen oder hechelst du immer noch hinterher? Du hast die ganze Zeit, sogar bevor ich die Koordinaten am Turm gefunden habe, Ränke geschmiedet. Warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Als ich erfahren habe, dass die Zeniths zur Erde zurückkehrten, habe ich Pläne gemacht. Ich wusste, dass ich eine Tenakt-Armee für einen Angriff auf die Zenith-Basis brauchen würde. Die Verluste wären extrem. Und ich wusste, dass du ein solches Opfer nie erlauben würdest, auch wenn es nötig ist. Also habe ich eine Möglichkeit gefunden, dich aus der Gleichung zu nehmen. Im Hades-Testlabor. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mal wieder. Na gut, Silence, ich glaube, ich habe genug mit dir geredet. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und versuch nett zu Tilda zu sein, während du hier bist, okay? Ich kann keinen Streit brauchen. Ah, ja. Wegen deiner Zenith-Verbündeten. Ich frage mich, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Jemand, der so lange lebt, so viele Katastrophen überlebt. Nun, unsere Ziele mögen dieselben sein. Aber warte, bis sie das nicht mehr sind. Ja, das weiß ich. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Überleben ist nur eine Notwendigkeit, Aloy. Ich hatte gehofft, das wäre dir klar. Weißt du jetzt etwas oder nicht? Ich weiß viele Dinge. Aber hier habe ich ein Gefühl. Ein Gefühl? Das heißt, du hast Gefühle? Sogar du kannst dich wohl ändern, Silence. Okay, begebe dich zum Treffpunkt. Wo genau ist denn das?
Okay, da unten. Okay. Gut, dann würde ich zuerst mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.